Thank you.
Da seid ihr ja. Habt ihr mit den Überlebenden gesprochen? Ganz recht. Und uns hat gar nicht gefallen, was wir in Erfahrung gebracht haben. Deswegen wollten wir uns mit euch besprechen und hören, was ihr darüber denkt. Und zu einem überaus günstigen Zeitpunkt. Wir haben unseren Rundgang gerade eben beendet. Sehr gut. Würdet ihr beide den Anfang machen, bitte? Also war dieser Karl Saal, der zur Blasphemität geworden ist, außer sich vor Sorge um sein Handelshaus? Uns ist etwas Ähnliches aufgefallen. Alle, die sich verwandelt haben, scheinen kurz zuvor großen Kummer oder tiefe Sorge erlitten zu haben. Dazu zählen natürlich auch diejenigen, die von einer Bestie verfolgt wurden oder die Verwandlung eines ihnen nahestehenden Freundes oder Familienmitglieds mit ansehen mussten. Eine schreckliche Kettenreaktion. Ein starkes, negatives Gefühl wie Angst, Sorge oder Verzweiflung. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Faktor für eine solche Verwandlung. Wenn das so ist, werden die Parallelen zu den letzten Tagen der Alten deutlich. Die Ashians haben doch davon berichtet, dass die Schöpfungsmagie außer Kontrolle geriet und Manifestationen der Angst hervorbrachte.
Ein simpler magischer Kontrollverlust würde aber nicht dazu führen, dass nur die Dinge erschaffen werden, vor denen wir uns fürchten. Nein, dieses Phänomen muss mit den eben angesprochenen negativen Gefühlen zusammenhängen. Nur so fügen sich die Teile dieses Unheils zu einem Ganzen. Es gibt auch Unterschiede zwischen den letzten Tagen der Alten und den unseren. Damals entstanden die Bestien aus reiner Schöpfungsmagie. Heute sind es die Bewohner des Gestirns selbst, deren Körper ins Albtraumhafte verzerrt werden. Was auch immer der Grund dafür sein mag, wir wissen, dass es einen drastischen Unterschied zwischen uns und den Ashians gibt. Wir sind gespalten, zersplittert. Vielleicht liegt darin der Schlüssel zur Wirkweise dieser Apokalypse. Ein Zeugnis ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Offenbar hat sich Kal-Saal in die Blasphemität verwandelt, bevor der Himmel in Flammen stand. Wenn das wahr ist, dann ist das gar kein gutes Zeichen, oder? Dann braucht es doch gar keinen brennenden Himmel und sichtbaren Untergang, um sich in eine Bestie zu verwandeln. Selbst in einer Gegend, in der noch alles heil scheint, könnte man sich also ganz plötzlich... Seht, der Magistrat! Magistrat! Ein Glück! Ich bin unendlich erleichtert, so viele von euch unversehrt zu sehen. Beruhigt hat sich die Lage noch nicht. Aber zumindest wurden alle Ungeheuer zurückgeschlagen, die sich innerhalb unserer Stadtmauern aufhielten. Razatan ist soweit sicher. Überall in Tafnair stellt sich das Himmelsheer Seite an Seite mit dem uns verbündeten Drachen gegen die Bedrohung. Ich bitte euch, eure Herzen zu beruhigen und euch nicht der kopflosen Furcht hinzugeben. Magistrat, was ist mit Palakas Ruh? Mein Enkel ist gestern dorthin aufgebrochen und seither noch nicht heimgekehrt. Leider warten wir noch auf einen Lagebericht aus dieser Region. Sobald ich Neuigkeiten habe, werde ich sie euch umgehend... Herr Magistrat, etwas Schreckliches ist geschehen. Und ihr seid? Ich bin Matsya aus Akjali. Matsya, der Fischer. Dich haben wir doch getroffen, als wir das erste Mal hier waren. Oh, was macht ihr denn hier? Nein, erst der Magistrat. Ich habe mir Sorgen um eine gute Freundin gemacht, die in Palakas Ruh lebt. Also bin ich nach ihr sehen gegangen. Aber das Dorf ist überrannt von grauenvollen Biestern. Überall. Noch nie habe ich solche Schrecken gesehen. Oh! Oh nein! Bitte, Herr Magistrat! Ihr müsst etwas tun! Mein Enkel! Selbstverständlich, aber fürs Erste müssen wir Ruhe bewahren. Ruhe? Wie sollen wir denn Ruhe bewahren? Selbst die tapfersten Krieger kommen von den...
keine Wahl. Helf den Leuten, sich in Sicherheit zu bringen. Weg! Schnell! Bewohner Rasatans, richtet die Augen gen Zukunft! Diese Bestien können geschlagen werden, so bannt die Furcht aus euren Herzen! Streiter des Himmelsheers, steht Ishtola und Tancred zur Seite! Kein Biest soll diesen Platz betreten! Und ihr anderen tapferen Tafnerer, bringt euch in Sicherheit! Helft jenen, die es allein nicht schaffen! Verschanzt euch in Häusern und der Arta! Seid unbesorgt, denn bei den Göttern an mir soll nicht eine Bestie vorbeikommen! Alfino, Alizé, geht nach Palakas Ruh! Wir werden hier die Stellung halten! Matsya, bring sie hin! Sie werden sich um das Dorf kümmern. Verstanden. Geh du auch mit. Wir werden sie retten. So viele, wie wir nur können.
scheint soweit frei, was? Ja, ich bin's. Wie sieht's bei euch aus? Verstehe. Ich richte es ihm aus. Bis gleich. In Razatan ist schon wieder eine gigantische Bestie aufgetaucht. Inmitten des Tumults ist Ahevan gefallen. Er hat sich zwischen die Bewohner und das Ungetüm gestellt. Der Bund und das Himmelsheer nehmen sich der Sache gerade an. Es gibt allerdings Berichte, dass die Biester auch in Palakas Ruhe wüten. Deswegen müssen sie ihre Kräfte aufteilen, um beide Krisenherde unter Kontrolle zu bringen. Immerhin scheinen sie herausgefunden zu haben, unter welchen Bedingungen sich eine Person in eine Bestie verwandelt. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie sind also die Saat des Grauens. Wahrhaftig ein fleischgewordener Albtraum. Und doch erwacht man aus einem Albtraum irgendwann. Ist es dann nicht an der Zeit, eine gewisse Entscheidung zu fällen? Razatan ist nun ohne seinen Magistrat. Und Ahevan wollte, dass du dich deinem Volk zu erkennen gibst. Doch was geschieht, wenn ich mich meinem Volk offenbare? Zwischen Sterblichen und Drachen klafft ein tiefer Abgrund. Mit den kleinsten Ich konnte ihnen nur nahe sein, weil ich einen Körper wie den ihren nutzte. Ohne ihn verbreite ich doch bloß Angst und Schrecken. Kaum zu unterscheiden von den grotesken Kreaturen, die sie plagen.
Es ist wahr. Sterbliche und Drachen sind grundverschieden. Deswegen fanden Res Velga und Shiva keine gemeinsame Zukunft. So heißt es. Die Sterblichen fürchteten sich vor den Drachen, trafen in ihrer Angst dumme Entscheidungen und schon befanden wir uns mitten im blutigen Drachenkrieg. In dessen Wirren zerstörte Nidhogg meine Heimat. Und im Gegenzug tötete ich seine Sippe und zahllose andere. Niemand von uns zögerte, das Leben eines Drachen zu nehmen, während wir ihren Mord an uns Sterblichen scharf verurteilten. Aber hätte die Geschichte an dieser Stelle geendet, dann wäre Eisherz wohl kaum auf Res Velgas Rücken gestiegen. Und unsere Heldin, gesegnet mit dem Auge eines Drachen, hätte den Krieg nie zu Ende gebracht. Und ich? Ich würde weiterhin Drachen schlachten, statt nun unser Gestirn zu verteidigen. Ich kenne Ahevar nicht gut genug, um seine Gedanken nachvollziehen zu können. Aber ich weiß, dass er für lange Jahre das Bindeglied zwischen den Sterblichen von Tafnir und einem drachischen Selbst war. Ein Mann wie er spricht keine Bitte leichtfertig aus. Und seine Worte waren voller Inbrunst. Du und dein Volk, euch verbindet bereits ein Band. Und genau daraus wird Tafnirs Morgen wachsen. Tisch ist gedeckt, Vita. Auf in die Schlacht!
Alles wird gut. Der Schmerz lässt bald nach. Hat irgendjemand Mevan gesehen? Hier ist sie also auch nicht. Wir sind einmal alles abgegangen, haben dabei aber weder Biester noch weitere Dorfbewohner gefunden. Ah, willkommen zurück. Hier sind fürs Erste auch alle versorgt. Was sollen wir denn jetzt machen? Sicherlich nimmt man uns anderswo auf. Vielleicht können wir eine Weile lang nicht zurückkehren, aber irgendwann doch bestimmt. Ganz bestimmt. Anderswo? Ist anderswo denn sicherer? Das weiß ich nicht, aber... Es ist alles verloren. Egal, wohin wir uns wenden, ist es doch überall gleich. Und selbst wenn nicht, meine ganze Familie. Sie sind alle... Oh. Das ist ganz schlecht. Wir müssen sie auf andere Gedanken bringen, sonst... Hey! Hey! Wir sind doch in Purusha, oder nicht? Einem heiligen Ort. Und das bedeutet, dass wir den wahren Göttern ganz nah sind. Unseren Tiergöttern. Hier beschützen sie uns. Also gibt es gar keinen Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Genau. Denkt an die erste Lehre der Götter. Ihr alle kennt sie in- und auswendig. Ihr alle habt sie rezitiert, wann auch immer es euch schlecht ging. Hab ich recht? Höre diese Worte, Kind des Lebens. Die Schönheit ist nur Teil des Seins. An jedes Wesen Seite wandeln Kummer, Schmerz und Gram. Denn Unglück pflastert unsere Wege. An steinig Pfades Ende wartet weder Lohn noch Preis. Nur todesschwarzer Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Er schenkt dir Furcht und Trauer, Zorn und Hass. Niemals sollst du deine Augen schließen. Schreite fort und stelle dich dem Leben. Denn jener Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel. Wie Schmiedes Hammer, stete Schläge, stellt er deine Seele und formt dich zu stolzer Klinge. Ich danke dir, mein Junge. Es sind Zeiten wie diese, in denen wir uns der Worte der Götter besinnen müssen. Auch euch gebührt unser Dank dafür, dass ihr uns gerettet habt. Mevan habt ihr noch nicht gefunden, oder? Macht euch keine Sorgen um uns. Wir schaffen es allein ins Dorf zurück. Aber hilf doch bitte, nach ihr zu suchen. Selbstverständlich. Der Weg sollte frei von Bestien sein, aber gebt dennoch auf euch Acht. Geht keinesfalls alleine und wartet bitte, bis alle versammelt sind.
Das war ein sehr bewegender Anblick, Matsya. Gut, dass du die Leute an die Worte erinnern konntest, die ihm ganz offensichtlich sehr viel bedeuten. Diese Lehre wurde uns von den Tiergöttern in ihrer endlosen Weisheit mitgegeben, als das erste Leben zu sprießen begann. Wisst ihr, ich... Mir wachsen Dinge schnell über den Kopf hinaus. Wenn ich wütend werde, Angst habe oder nervös bin, selbst wenn mir keine Fische ins Netz gehen. Ich rezitiere dann immer diese Zeilen. Es war jedenfalls eine fantastische Idee. Selbst ich fühle mich bestärkt von diesen Worten. Auch wenn sie wirklich nichts beschönigen. Aber sie sind wahr. Das beweist das Leben, jeden Tag aufs Neue. Wir wachsen mit dieser Erkenntnis auf, dass uns auf unserem Weg unzählige Schwierigkeiten begegnen werden. So sind wir von ihnen nicht überrascht und genießen die Zeiten umso mehr, in denen es uns gut geht. Ich verstehe und muss zugeben, dass Weisheit darin liegt. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. So, derart gestärkt müssen wir uns jetzt mit neuem Eifer auf die Suche nach Mevan machen. Habt ihr das gesehen? Da ist eben jemand vor ein... Das ist Mevan. Kein Zweifel. Geh weg! Thank you.
Oh nein, es ist ganz kalt. Das Kleine ist unverletzt und atmet wieder, aber flach. Und es wird schwächer. Hier kann Heilmagie nicht mehr viel tun. Wir müssen zurück ins Dorf, und zwar schnell. Es braucht trockene Kleidung und Wärme. Das musste ja sein. Matsya, nimm das Kind. Vermutlich wurden die Biester, die in den Ruinen herumstreifen, vom Kampfeslärm angelockt. Dann sind die hier sicherlich nur die Vorhut. Uns läuft die Zeit davon. Matsya, schaffst du es mit dem Kind bis ins Dorf? Ich alleine? Ich meine, irgendwie bestimmt, aber... Wir kümmern uns um die Biester und sehen zu, dass dir kein einziges davon ins Dorf folgt. Und wir halten sie für dich auf. Los, Matsya! Reiß dich zusammen, Matsya. Um der Götter willen. Was soll ich denn jetzt? Nein, nein, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. An jedes Wesens Seite wandeln Kummer und Schmerz. Nur todesschwarzer Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Nein, bitte! Ich habe keine Angst! Ich habe keine Angst! Ich habe keine Angst! Denn je nach Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel. Wie Schmiedeshammer, stete Schläge, Gold zu klingen. Bitte, rettet dieses Kind. Ich flehe euch an. Für Keraschaf und Mevan. Sie ist ihr Ein und Alles. Na sieh mal, selbst dieses kleine Würmchen weiß Freund von Bestie zu unterscheiden. Du warst außerordentlich tapfer. Nun bringen wir dich zurück nach Arrakas. Bleiben noch meine werten Bundskollegen. Wobei es aus der Luft so aussah, als hätten sie meine Unterstützung gar nicht nötig.
Und damit hätten wir hier aufgeräumt. Lasst uns schnell zu Mazia aufholen. Der Himmel? Ihr habt ja gar nichts für mich übrig gelassen. Estinien, du bist Mazia also zu Hilfe gekommen? Nicht ich. Friedra hat ihn erspäht, wie er durch die Botanik geprescht ist. Jetzt bringt er ihn gerade in sein Dorf zurück. Das bedeutet ja, dass er sich vor Leuten zeigt. Diese Entscheidung kann ihm nicht leicht gefallen sein. Wer weiß. Kommt ihr euch anschließen? Gleich. Eine Sache noch. Ich will Mevan bergen, ihr die letzte Ehre erweisen und ihr danken, weil sie ihr Kind so eisern beschützt hat. Und sie muss erfahren, dass es ihm gut geht und es in Sicherheit ist. Außerdem sollte sie gemeinsam mit ihrem Mann zur Ruhe gebettet werden. Yes.
Schaut mal, da kommt jemand! Ich danke euch, dass ihr euch so zahlreich eingefunden habt. Ich trete heute mit wichtiger Kunde vor euch. Doch zuvor muss ich euch alle um einen Gefallen bitten. Bitte, habt keine Angst vor dem, der euch gleich gegenübertreten wird. Nichts läge ihm ferner, als euch zu Schaden kommen zu lassen. Seid versichert. Angesichts der letzten Stunden kann uns ohnehin nichts mehr schrecken. Ich danke euch. Ein Drache! Bürgerinnen und Bürger Razatans, mein Name lautet Fritra. Ich nenne diese Insel seit Urzeiten mein Zuhause. Die meisten von euch kennen mich als einen Verbündeten des Magistrats. Doch heute will ich euch die ganze Wahrheit offenbaren. Ich hoffe, dass wir ihm ihre Herzen öffnen. Also seid ihr der Magistrat? Und das schon seit der Staatsgründung? Meister Vashan! Nein, Vritra! Kannst du mit deinem wahren Blick denn wirklich alles sehen? Leider nicht. Diese Augen haben die ganze Geschichte Razatans gesehen. Aber in ihre Zukunft vermag ich nicht zu blicken. Tavner, unsere wunderschöne Heimat, sieht sich von einer nie dagewesenen Katastrophe bedroht. Ihr alle musstet den Verlust von Freunden, Familie und Geliebten erdulden. Und auch ich verlor jemanden, der mir besonders nahe stand. Ahevan war ein aufrichtiger Mann. Seine Liebe für Razatan kannte keine Grenzen. Und er erfüllte seine ganz und gar nicht leichte Aufgabe mit einer Aufopferung, die ihresgleichen sucht. Ich hingegen habe mich all die Jahre vor euch verborgen. Ich bin euch ein Unbekannter. Niemals könnte ich Ahevans Platz einnehmen. Niemals erwartete ich dasselbe Vertrauen, das ihr ihm entgegengebracht habt. Doch eins kann ich euch versichern. Dies ist nicht das Ende der Geschichte Razatans. Es ist eine Stadt, deren prächtiger Markt von den Stimmen und Schritten ihrer Einwohner zum Leben erweckt wird. Für mich, der nichts weiter kannte als die Einsamkeit einer dunklen Höhle, waren sie eine unbekannte, überwältigende Freude. Wir haben schon so viel an dieses Unglück verloren. Doch solange ihr am Leben seid, werden die Farben Razatans niemals verblassen. Und ich will ihr Wächter sein. Euer Wächter. Um diese Katastrophe zu überdauern, deren Ausgang selbst mir ungewiss ist, bedarf es eisernen Zusammenhalts. Ehrenwerter Vritra, wir danken euch für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Wir werden diesen Sturm überdauern. Wie sich die Götter der Manusia und Riga zusammengeschlossen haben, um eine Ära des Friedens einzuläuten, so werden nun auch wir uns zusammenschließen.
wie Sei dies nur sehen könnte. Sie wäre tief gerührt von diesem Anblick. Das wäre sie wohl. Verzeiht. Ist der Magistrat zugegen? Vater! Das Unglück, das über uns hereinbrach, hat euch zweifelsohne zugesetzt. Doch ich bitte euch, auch im Angesicht der schwersten Schicksalsschläge standhaft zu bleiben. Ich bin ein Abgesandter des Rates der Philosophen aus Schalayan und ich bin gekommen, um Razatan die rettende Hand zu reichen. Verzeiht die fehlende Anfrage nach einer Audienz. Doch die Dringlichkeit der Situation erforderte einen solch drastischen Schritt. Bitte verständigt umgehend den Magistrat bezüglich dieser Angelegenheit. Ich bin der Magistrat. Tragt euer Anliegen vor. In dem Fall bitte ich, meine Unhöflichkeit zu entschuldigen. Erlaubt mir, euch abermals von diesem Weltuntergang zu berichten. Er ist wie eine Krankheit, die das ganze Gestirn dahinraffen wird. Unglücklicherweise zeigte sie sich hier in Tavner als erstes, wird sich aber unweigerlich in jeden Winkel des Planeten ausbreiten. Der Rat der Philosophen stieß vor Hunderten von Jahren schon auf eine Prophezeiung bezüglich dieser Katastrophe. Seither arbeiten wir an einem Weg, dieses Gestirn zu verlassen, ehe es von dieser Krankheit vollends zugrunde gerichtet wird. Das? Dieses Gestirn verlassen? Was ist das denn für ein Hirngespinst? Es ist keineswegs ein Hirngespinst. Mit der 7. Katastrophe, die über Eosea hereinbrach, wurde uns allen eines deutlich. Dalamut, der rote Mond, ist ein Vermächtnis der Alaga. Also was glaubt ihr, ist der weiße Mond? Er ist unser aller Rettung. Ein Sternenschiff, geschaffen von Freundeshänden. Und es wird uns vor dem Untergang bewahren. Doch Schalayan beansprucht kein alleiniges Anrecht auf diese Arche. Wir werden alle erretten. Jede einzelne Seele, die es uns zu erreichen gelingt. Dies schließt das verbündete Razatan selbstverständlich mit ein, mit dem wir seit jeher in engem Kontakt stehen. Natürlich müssen wir uns angesichts der kritischen Lage auf einige außergewöhnliche Umstände einstellen. Aber wir werden zum Mond gelangen. Das verspreche ich. Ich blicke in der Tat auf eine lange Verbindung zum Rat der Philosophen zurück. Euer Versprechen ist also gewiss kein leeres. Aber ist dies wahrlich der richtige Weg? Jenem Gestirn zu entsagen, dass mein Vater einst die letzte verbleibende Hoffnung nannte? Kann aus Flucht eine Zukunft gedeihen? Ich bin heute mitunter vor euch getreten, um euch die Antwort auf all solche Fragen zu geben. Doch wollt ihr zum Wohle eures Volkes handeln, bleibt euch wenig Zeit zur Entscheidungsfindung. Bringt sie zum Megaduta-Tempel. Sie sind unsere Gäste und sollen die dementsprechenden Ehren erfahren. Seid unbesorgt. Wir werden eine Lösung finden, die euch euren Pfad selbst wählen lässt. Enge Vertraute von Ahevan und mir berichten, dass die Verwandlung in ein Ungeheuer dann erfolgt, wenn das Herz von zu viel Kummer und Angst zerfressen ist. So halte ich euch an, die Sorgen nicht die Oberhand gewinnen zu lassen und dem Alltag so gut nachzugehen, wie es euch möglich erscheint.
Ich lasse Nachricht schicken, sobald sich etwas ergeben hat. Machen wir. Pass auf dich auf, Ritra. Was für ein Glück. Ihr seid noch da. Nidana, sag bloß, in Palakas Ruhe ist schon wieder... Nein, nein. Mir ist da nur etwas in den Sinn gekommen, über das ich mit euch sprechen wollte. Wenn sich eine Person in eine Bestie verwandelt, verschwindet ihr Äther, nicht wahr? Also habe ich mich gefragt, wieso ein Wesen ohne jeglichen Äther überhaupt lebensfähig ist. Irgendeine andere Antriebskraft als Äther muss ja dann am Werk sein. Da ist mir unser Gespräch von neulich eingefallen. Stimmt. Du hattest uns vom Akasha erzählt. Eine unsichtbare Kraft vom Himmel gegeben. Die Kraft, die von Gedanken und Gefühlen angetrieben wird. Richtig. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Akasha von intensiven negativen Gefühlen dazu angeregt wird, Leute in Bestien zu verwandeln und sie ganz ohne Äther am Leben zu halten. Sag mal, hast du noch die Blume? Was, wenn sie das Akasha aufgenommen hat, das durch die Gedanken und Gefühle um sie herum in Bewegung gesetzt wurde und deswegen nicht mehr leuchtet? Ich kann mir gut vorstellen, wie viel Akasha auf diese Weise angeregt wurde. Vermutlich war es zu viel für die zarten Blüten. Zu viel Angst, Sorge und Verzweiflung. Bitte, gebt auf euch Acht. Dieser Weltuntergang scheint mir ein Phänomen zu sein, das weit jenseits des uns Bekannten liegt. Aber ich will euch nicht noch mehr Angst machen. Stattdessen widme ich mich lieber der Erforschung des Akasha. Versprechen will ich euch aber nichts. Wie bereits erwähnt, wurde sich wissenschaftlich kaum mit dieser Kraft auseinandergesetzt. Dieser Gedanke allein öffnet uns schon unzählige Türen. Nidana, kümmere du dich nun erst einmal um deine eigene Sicherheit. Du und auch alle anderen Alchemisten. Und ihr bitte ebenso. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann hoffentlich unter erfreulicheren Umständen.
Die Bestien sind also überall. Vermutlich hat mein Vater recht und diese Krankheit wird sich tatsächlich weiter ausbreiten. Ein ähnliches Bild sahen wir schließlich auch in Amaurat. Wenn das stimmt, dann wird dieses Spektakel doch garantiert nicht nur größer, sondern auch desaströser. Es ist schlimm genug, dass sich die Leute in groteske Scheusale verwandeln. Wenn aber Tiere und Pflanzen, ja sogar der Erdboden selbst damit anfangen, können wir wohl kaum hierbleiben. Also ist dieses Gestirn doch verloren. Bitte sehr, deine Bestellung. Genieß es, trotz aller Umstände. Was sollen wir nur machen? Die letzten Tage nun selbst erleben zu müssen, das hat mir eines klar gemacht. Es reicht nicht, blind in den Kampf zu ziehen. Wenn wir dieses Übel nicht an der Wurzel packen, werden wir mit unserer Strategie bald an unsere Grenzen stoßen. Gerade reagieren wir ja nur auf Eskalation. Wie soll das gehen, wenn alles noch schlimmer wird? Irgendwas. Irgendeine Lösung muss es doch geben. Wenn sie jemand kennt, dann Heidelin. Sie hat die letzten Tage miterlebt, stellte sich gegen Zodiac und verhinderte Schlimmeres. Doch seit dem Turm von Babel haben wir nichts mehr von ihr gehört. Nur wissen wir nicht, ob sie nicht mit uns sprechen will oder es nicht kann. Die Blume, die sie uns anvertraut hat, ist ebenfalls vergangen. Stimmt, so sprach der Mondwächter. Elpis. Das Wort sagt mir überhaupt nichts. Ich habe leider auch keinerlei Ideen dazu. In unserem Zeitalter, hat er gesagt. Vermutlich ist es ein Wort aus der Sprache der Alten. Ja, da bin ich mir sicher. Ich wundere mich nur, weil ich selbst in den Archiven des Anida kein einziges Mal über das Wort Elpis gestolpert bin. Also können wir nicht einmal diese Spur verfolgen? Andere Aschien-Augenzeugen gibt es schließlich auch keine. Das stimmt nicht ganz. Einen gibt es vielleicht doch. Elidibus. In Ermangelung eines weißen Auraziten versiegelte ich ihn im Kristallturm des ersten Splitters. Allerdings wird der Äther innerhalb des Turms dazu genutzt, ihn in Betrieb zu halten. Und so fließt er langsam, aber sicher in den Sternengrund zurück. Es könnte also sein, dass Elidibus' Seele schon nicht mehr präsent ist. Aber falls sie es ist, lässt er sich womöglich auf ein Gespräch mit uns ein. Uns ist es nicht möglich, in den Splitter zu reisen, aber du kannst nach wie vor zwischen den Welten wandeln. Richtig, das Schicksal des Gestirns steht auf dem Spiel. Immer zuversichtlich bleiben. Sollten wir erfahren, dass dem ersten Splitter keine Gefahr droht, wäre das eine gute Nachricht. Und auch große Motivation. Auch wenn ich meine Zweifel habe, dass Elidibus uns hilft, darauf wetten würde ich jedenfalls nicht. Orianger ist jedenfalls auf dem Mond und setzt dort alles daran, ihn vollends bewohnbar zu machen. So haben wir zumindest noch ein Ass im Ärmel, wenn uns wirklich nur noch der Exodus bleibt. Dann wollen wir auch alles daran setzen, bis zum Ende für unser Gestirn zu kämpfen, ohne den Mut zu verlieren. Recht so. Ganz gleich, was das Schicksal für uns bereithält. Wir geben nicht auf. Ich werde mich noch einmal an Matoya wenden, um vom Sternengrund aus Kontakt zu Heidelin aufzunehmen.
In dem Fall setze ich mich mit allen Nationen und Ländern in Verbindung, um ein Bild des vollen Ausmaßes dieser Katastrophe zu bekommen. Leite deine Informationen an mich weiter, ja? Ich weiß, es ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber je mehr Bestien dieser Lanze anheimfallen, desto besser. Furcht und Verzweiflung. Sie werden wir nicht gebändigt bekommen, egal was wir auch versuchen. Aber eins dürfen wir nie vergessen. Wo sie auch sein mögen. Unsere Freunde kämpfen weiter. Wir sind niemals allein. Flüchtig die Momente der Ruhe, übertönt von Schicksalsglocken. Die von letzten Stunden künden. Stunden, die alles offenbaren. Denn der Keim des Endes sprießt in des Anfangs Schoß. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Biometrische Identifizierung abgeschlossen. Was ist euer Begehr? Eingabe bestätigt. Der Ruhemodus des Sokosturms wird beendet und die Suche nach Subjekt Elidibus wird gestartet. Suche erfolgreich. Treffer im subterranen Bereich. Hauptenergiespeicher. Die Bildübertragung wird gestartet. Ich habe geträumt von schönen, friedlichen Tagen. Du hast mich erweckt. Was mag das zu bedeuten haben? Erzähle mir alles. Ich habe die Welt aus den Augen verloren und ich spüre keine Verbindung zur Zodiac mehr. Ist also tatsächlich geschehen. Er ist gefallen und die Seelen meiner Brüder sind zurückgekehrt. Es schmerzt mich, dass das Verderben, das wir aufzuhalten suchten, sich nun Bahn bricht. Aber dies ist jetzt eure Welt und die Verantwortung für sie. Wie dem auch sei. Wenn Van Daniel dafür verantwortlich ist, habe ich als Elidibus eine letzte Pflicht zu erfüllen. Dank deiner jüngsten Einmischung habe ich Erinnerungen an den Konvent der 14 zurückgewonnen. Und ein paar davon möchte ich mit dir teilen. Hör schon auf. Ich tue bloß meine Pflicht. Also, wo fange ich an? Was du über die letzten Tage herausgefunden hast, stimmt mit unserem Wissen größtenteils überein. Das Gestirn litt dort zuerst, wo die Astralströme am schwächsten waren. Van Daniel war der Erste, der das bemerkte. Natürlich nicht der Van Daniel, den du kennst, sondern der ursprüngliche, der zu dieser Zeit den Titel trug. Nachdem er das Phänomen ans Tageslicht gebracht hatte, wollte er es mit Leib und Seele verhindern. Ohne sein unvergleichliches Wissen über das Firmament wäre uns der Zusammenhang mit den Astralströmen wohl verborgen geblieben. Der jetzige Van Daniel... Zweifellos ein anderer, doch übernahm er nicht die Seele unseres Kollegen. Dass gerade er das Ende der Welt herbeisehnte, ist bitter. Elpis, ja, den Namen kenne ich. Aus unserem Zeitalter. Aber er stand für einen Ort, nicht für eine Blume. Elpis war eine Testanlage für Kreaturen, die durch Schöpfungsmagie geschaffen wurden. Nur die Saat des Lebens, welche wir als würdig ansahen, wurde in die Welt entlassen. Der ursprüngliche Van Daniel war Leiter dieser Anlage, bevor er dem Konvent der 14 beitrat und seinen Titel erhielt. Vorher nannte er sich Hermes. Aber wie und ob das alles mit den letzten Tagen zusammenhängt, das weiß ich nicht.
Die Kristalle enthielten Erinnerungen an den Konvent der 14, aber so gut wie nichts über das Leben seiner Mitglieder, bevor sie berufen wurden. Elpis selbst wurde in der Apokalypse zerstört. Nicht einmal Ruinen sind übrig geblieben, die du erkunden könntest. Du warst in Elpis. Ich habe dich dort gesehen. Woher kommt diese Erinnerung? So bruchstückhaft. Das dürfte doch gar nicht sein. Und warum macht sie mich so? Entschuldige. Vieles ist im Trüben. Aber eins ist kristallklar geworden. Du musst nach Elpis. In das Elpis der Vergangenheit, als Hermes es leitete. Als ich in die Erinnerungen des Exarchen sah, lernte ich nicht nur, wie man jemanden durch die Dimensionen zieht. Ich erfuhr auch, wie der Turm wirklich funktioniert. Und da ihr mich und meine gesamte Essenz in ihm versiegeltet, ist er nun bis in die Spitze mit Energie gefüllt. Das sollte reichen, um dich in die fernste Vergangenheit zu schicken. An die richtige Stelle, zur richtigen Zeit. Aber angesichts der Äonen, die zu überqueren sind, wird das Tor nicht vollständig zu öffnen sein. Deine Gestalt wird noch flüchtiger sein als die der Krieger des Lichts, die ich rief. Niemand wird dich sehen. Niemand wird dich hören. Du wirst deine Umgebung wahrnehmen, aber mach dir keine Hoffnungen darauf, sie beeinflussen zu können. Die Realität, in die du zurückzukehren wünschst, ist das Resultat der letzten Tage. Nichts, was du tust, wird die Tragödie ungeschehen machen. Nichts wird das Leid und die Trauer beseitigen. Wirst du dein Schicksal in meine Hände legen? Wirst du die Reise antreten? Dann soll es so sein. Dies wird meine letzte Handlung als Elidibus, als Fürsprecher sein. Ich sag dir, was du zu tun hast. Zuerst muss der Äther des Turms für den Teleportzauber kanalisiert werden. Gut. Das Tor sollte sich bald... Der Ätherfluss ist stabil. Alles ist, wie es sein soll. Geh nun. Der Teleport ist sicher. Ich gebe dafür den letzten Funken meines Seins. Was denn? Hast du nicht zugehört? Ich sagte doch, dass dies meine letzte Handlung sein wird. Zodiac ist fort. Es gibt... Ich kehre heim, zu meinen Brüdern. Und diesmal ist es nicht bloß ein Traum. Geh, Kriegerin des Lichts, und blicke nicht zurück. Also dann, Heidelin. Ich verabschiede mich.
Damit bist du die Letzte, die übrig bleibt. Die Letzte der Alten und Wahren. Du wirst sehr einsam sein. Sieh deine Einsamkeit als ein Abschiedsgeschenk an. Von Zodiac. Du hast nun das Schicksal des Gestirns in Händen. Du und deine Heldin. Da wären wir, im entlegenen Elpis. Ah, ich grüße euch. Welch seltenes Vergnügen, euch in dieser Anlage persönlich zu sehen. Was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Wir haben ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, werden aber eine Weile bleiben. Das bereitet doch keine Umstände? Nicht im geringsten. Allerdings erlaube ich mir, euch zu bitten, eure Masken abzunehmen.
So will es das Protokoll für Gäste von außerhalb. Ist das wirklich nötig? Man sollte auch so erkennen, wer wir sind. Das mag für dich gelten, aber nicht für mich. Komm, bereiten wir unseren Gastgebern keine Unannehmlichkeiten. Zufrieden? Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Du siehst es auch, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, hör schon auf. Hier, es ist nur ein Hauch im Äther, aber die Farbe ist unverkennbar. Sie ähnelt der von Azems Seele bis ins Detail. Glaubst du, sie hat es geschaffen? Aber wenn es ein Familiar ist, warum hat es dann eine Seele? Das weiß ich. Aber wenn sie etwas damit zu tun hat, sehe ich nur Schwierigkeiten aufziehen. Erst recht, wenn es etwas ist, das ihr nur ähnelt. Lassen wir lieber die Finger davon. Komm. Es sieht so aus, als wollte es etwas. Aber es ist zu schwach, um sich zu verständigen. Gib ihm etwas von deinem Äther. Du hast doch ohnehin genug davon. Sehe ich aus wie jemand, der streunende Familiare rettet? Nein, aber du bist jemand, der einem Freund keinen Gefallen ausschlägt. Erst recht nicht, wenn er dich an einen so entlegenen Ort begleitet. Schließ die Augen, sonst wird dir noch übel. Du kannst sie jetzt wieder aufmachen. Die richtige Größe hat sie jetzt auch. Warum nicht? Ich dachte, so lässt es sich etwas bequemer unterhalten. Das ist wirklich sehr freundlich von dir. Und deine Stärkung scheint auch gewirkt zu haben. Also dann? Hallo, ich bin Hythlodeus, Leiter des Büros des Architekten. Und neben mir steht der ehrenwerte Emmet Selch vom Konvent der 14. Und wie heißt du? Du verstehst mich doch, oder?
Na also, du kannst sogar sprechen. Und was für einen schönen Namen du hast. Willst du uns verraten, woher du kommst? Hier wurdest du jedenfalls nicht geschaffen. Weißt du es nicht oder kannst du es nur nicht sagen? Warte, ich frag mal etwas anders. Was machst du hier? Ach, deswegen sind wir auch hier. Vielleicht ist das ja doch Azems Familiar und sie wollte uns begleiten. Wenn das so wäre, wäre Azem auch hier. Da hast du wahrscheinlich recht. Entschuldige, dass wir so über dich sprechen. Wir können die Farben von Seelen sehen und deine sieht der einer Freundin sehr ähnlich. Und dann bist du noch aus dem gleichen Grund hier wie wir. Da haben wir voreilige Schlüsse gezogen. Wir sind hier, um mit Hermes zu sprechen. Er steht dieser Forschungsanlage vor und wir wollen sie besichtigen, um mehr über seine Arbeit zu erfahren. Genauer gesagt ist das Emmet Selchs Aufgabe. Ich begleite ihn nur, denn meine Arbeit hat mich schon öfter hierhin geführt. Sag, willst du nicht mit uns mitkommen? Du siehst etwas verloren aus. Du willst das Ding auf Amtsgeschäfte mitnehmen? Wir wissen nicht einmal, was das ist. Wenn du glaubst, dass sie irgendein Unheil anrichten könnte, dann ist es doch besser, wenn wir sie bei uns haben, als sie allein durch die Anlage irren zu lassen. Im Übrigen finde ich es nur passend, diesen Ort mit einer ungewöhnlichen Lebensform im Schlepptau zu erkunden. Wir sind schließlich in Elpis, wo der Schöpfung keine Grenzen gesetzt sind. Diese Aura. Ich frag mich, was uns hier Schönes erwartet. Thank you.
Thank you.
bist du? Du bist ja anders als die anderen. Du bist wie ich. Ich möchte dein Freund sein. Warte. So ist es besser. Hallo, hörst du mich? Hab keine Angst. Ich komme in Frieden. Ich will nur deine Stimme hören, deine Seele spüren, deine Gedanken kennen. Können wir bitte Freunde werden? Ah, ihr habt euch gefunden. Ist Lodeus. Wir haben uns lange nicht gesehen. In der Tat. Was für eine seltsame Welt ist das, in der man zusammenarbeitet, sich aber nie zu Gesicht bekommt. Ich habe jemanden mitgebracht, der mit dir sprechen möchte. Einer der 14. Emmet Selch. Und du bist Hermes, Leiter dieser Forschungsanlage? Der bin ich. Ihr habt einen langen Weg aus Amauroth hinter euch. Es geht. Die Abgeschiedenheit ist ein Vorteil, wenn man den Zweck dieser Anlage bedenkt. Allerdings hat sie auch erfordert, dass ich mich um Begleitung bemühen musste. Gib zu, alleine hätte die Langeweile dich aufgefressen. Diese Persönlichkeit haben wir soeben im Propyläon kennengelernt. Und was ist das für ein niedliches Geschöpf? Hast du das geschaffen, Hermes? Das ist Metheion, die Sternschnuppe. Die Äther-Architektur ist sehr labil. Sie könnte kollabieren. Außerdem entsinne ich mich nicht, dass du diese Schöpfung im Büro des Architekten angemeldet hättest. An so einen Entwurf könnte ich mich sicherlich erinnern. So weit bin ich noch nicht. Sie ist Teil eines persönlichen Projektes und es steht noch ganz am Anfang. Aber keine Sorge, alle Papiere werden ordnungsgemäß eingereicht werden. Danke. Ich sehe, dass du dich mit Stolz deiner Arbeit hingibst. Wie es sich geziemt, als Leiter dieser Anlage und Koryphäe auf dem Gebiet fliegender Lebensformen. Ich sehe deiner Anmeldung mit Freuden entgegen. Sehr schön. Ich hätte da auch etwas zu besprechen. Ich nehme an, du kannst dir denken, um was es geht? Ja. Unterhalten wir uns drin. Ich komme, sobald ich diese Geschöpfe versorgt habe. Was ist Hermes? Eins der Ambistomas fehlt. Ich glaube, ich habe es. In dem Baum dort spüre ich etwas, das eine ähnliche Aura wie die anderen hat. Können die etwa auf Bäume klettern? Mit den stummeligen Gliedmaßen? Es ist gerade in Mode, Geschöpfe des Wassers mit der Gabe des Fliegens auszustatten. Die Meister in Mithrons Worte haben damit angefangen, als sie einen Fisch schufen, der durch das Blau des Himmels schwimmt.
Bei diesen Ambistomas hatte ich auch damit begonnen. Ja, mit etwas Mühe sollten sie es auf einen Baum schaffen. Die Frage ist, ob sie auch in einem Stück wieder herunterkommen. Warte, ich komm mit! Und was machen wir jetzt mit denen? Ich schlage vor, wir trennen uns für eine Weile. Geh du doch Hermes hinterher und sieh nach, ob du ihm helfen kannst. Emmet Selch und ich kümmern uns in der Zwischenzeit um diese liebevollen Geschöpfe hier. Thank you.
Hier muss es sein. Für dich ist es jetzt Zeit, sich zu verabschieden. Wir haben vertrauliche Dinge zu besprechen, die nicht für jedermanns Ohren bestimmt sind. Schon gar nicht von einer, die uns nicht einmal sagen kann, woher sie kommt. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ach ja, dann lass sie doch mal hören, deine Gründe. Wer weiß, vielleicht helfe ich dir ja auf deinem geheimnisvollen Abenteuer. Von mir aus kann sie zuhören. Hermes, bitte. Es ist geschäftlich. Meteion mag sie. Also vertraue ich ihr auch. Außerdem könnte eine neutrale Zuhörerin mir dabei helfen, die Dinge zivil zu halten. Ach, ja. Wie du willst. Aber ich will keinen Mucks von dir hören, verstanden? Dann ist es also passiert. Ja, Van Daniel hat sich entschieden, das Amt niederzulegen und dich als Nachfolger vorgeschlagen. Und angesichts deines Wissens und deiner Erfolge ist der Konvent geneigt, den Vorschlag weiterzuverfolgen. Da wir beide uns nicht näher kennen, wurde mir die Aufgabe erteilt, dich mit unvoreingenommenem Auge zu beurteilen. Insbesondere soll ich dich nach deiner Meinung in der Angelegenheit befragen. Ich weiß, dass Van Daniel und du euch nahesteht. Er war schließlich auch mal Leiter von Elpis. Ihr habt bereits über den Sitz im Konvent gesprochen. Deswegen hast du die Sache kommen sehen. Ja. Er sagte mir, dass er seine Pflicht als erfüllt ansieht und das Amt an mich abzugeben gedenkt. Besonders glücklich scheinst du mir darüber nicht zu sein. Hast du Bedenken, als einer der 14 zu dienen? Nein, das ist es nicht. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ein so bescheidener Forscher wie ich überhaupt in Betracht gezogen wird. Es ist nur, ich habe mich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, dass Van Daniel zurücktritt. Er will also zu dem Planeten zurückkehren. Soweit ich weiß, hat er das vor, wie es üblich ist unter den Mitgliedern des Konvents. Zurückkehren? Heißt das sterben? Na, das Wort hört man aber nicht oft. Hast du das hier in Elpis aufgeschnappt? Wir sind der Wille und die Substanz des Planeten Aetheris. Jedes Leben ist ein Tropfen seines Blutes. Als seine Hüter und Pfleger ist es unsere Aufgabe, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen, damit alle, die darauf leben, glücklich sein können. Das ist der Grund, warum wir uns der Forschung widmen. Kraft unserer Schöpfung haben wir den einst ungestümen Planeten in ein anmutiges Paradies verwandelt. Wer sich nun entscheidet, zum Planeten zurückzukehren, tut es aus freien Stücken. Er tut es aus Liebe für das, was er sein ganzes Leben lang hegte und pflegte. Die Rückkehr ist ein Wunder. Die Mitglieder des Konvents sehen das ebenso. Sie denken, dass es kein besseres Ende gibt, sobald alle Pflichten erfüllt sind. Unsere Ämter sind unsere Leben. Und wer seinen Sitz aufgibt, tut es in der Erwartung, zu dem Planeten zurückzukehren. Zumindest denken die meisten so. Ein paar wenige haben sich gegen diesen Brauch entschieden. Ich
Glaubst du etwa nicht, dass Van Daniels Taten seine Rückkehr rechtfertigen? Du müsstest über seine Erfolge besser Bescheid wissen als jeder andere, hat er doch zahllose, überragende Konzepte ersonnen. Wie viele Leben hat er geschaffen und in Freiheit entlassen? Wie viele Arten und Gattungen entstammen seinem Geiste? Ich weiß. Aber wie kann jemand, der so viel Wissen angesammelt hat und noch viel Gutes tun könnte, sich für ein voreiliges Ende entscheiden? Könntest du sie nach draußen begleiten? Etwas frische Luft wird dir gut tun. Thank you.